What the fuck, what the fuck? So, hab ich da grad gesehen. Nee, die ist ja gar nicht da. Die ist ja gar nicht da. Das ist ja immer schön. Hier bin ich! Für das Kreisportal. Okay, das ist das Schädelportal, okay. So, was wir aber nicht hatten, ist das Portal. Vom Heiligenstein, danke. So, das heißt, das müsste ich hier jetzt eigentlich. Falle, 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 geht weg da! Ich liebe das. Es klappt einfach jedes Mal. Glaubt nicht, dass ihr mich erschreckt habt. Es ist nur, weil ihr so verdammt hässlich seid. Sicher ist euch das auch schon passiert, als ihr noch am Leben wart. Ihr habt den Raum des Erwachens betreten. Und etwas will euch wiedersehen. Tja, ich bin mir sicher, dass ich es nicht sehen will. Ich bin viel zu neugierig, um euch gehen zu lassen. Bevor ich gesehen habe, was es ist. Es macht euch ja sicher nichts aus, wenn ich meine Nase ein bisschen in euren Kram stecke. Behaltet euren Zinken bei euch. Mein eigener reicht mir völlig aus. Ich zeige euch den Weg hier raus, nur wenn ihr das Ritual vollzieht und zurückbringt, was euch sehen will. Keine Chance. Na schön. Dann sitzt ihr eben hier fest, sterbt und werdet ein Geist. Und dann müsst ihr die ganze Ewigkeit mit mir verbringen. Irgendwie glaube ich plötzlich, dass ich meine Entscheidung nochmal überdenken sollte. Was muss ich machen? Zündet einfach alle Fackeln im Raum an. Dann sehen wir schon, was passieren wird.
drauf. Ihr habt einen wachen Geist, Junge. Versteht ihr? Wachen Geist. Oh, schon gut. Lassen wir die Vorstellung beginnen. Ich sage euch was. Wenn ihr nach dieser Zeremonie noch am Leben sein solltet, dann bringe ich euch ein bisschen Magie bei. Deal. So, Fackeln anzünden. Eine erledigt. Es sind nur noch vier. Oh, ich komme um vor Neugier. Nein, wartet. Wenn das gleich nicht spannend wird, bin ich wirklich enttäuscht. Ich kann es kaum noch aushalten. Beeilt euch! So, es geht los. Will ich's wissen? Wollt ihr's wissen? Da bist du ja, Kleiner. Ich habe dich vermisst. Ich werd verrückt. Du bist ein Geisterhund geworden. Der Barde war überglücklich, wieder mit seinem besten Freund zusammen zu sein. Wenn auch seinem einzigen. Ein Hund. Ein Hund? Ich habe die ganze weite Reise aus der Unterwelt gemacht. Und alles, was ich bekomme, ist ein blöder Hund. Hey, der Spruch sehe auf einem Hemd bestimmt gut aus. Vielleicht habt ihr die Fackeln in der falschen Reihenfolge angezündet. Können wir es nochmal versuchen? Wir hatten eine Abmachung. Öffnet die Tür für mich und meinen Hund. Also schön. Aber ich bin schwer enttäuscht. Oh, und hier ist diese Magie, von der wir gesprochen hatten. Die Zauberin. Das Seraph-Lied. Schön. Roxy! Ich kann mit dem Geist reden. Nochmal! Okay, passiert nichts mehr. Ach, schön. Roxy ist wieder da. Okay, was haben wir jetzt hier? Das ist das Kreisportal. Das ist das Baumportal. Das hatten wir schon. Die Küste. Das Axtportal und das Sonnenportal. Okay, wir hatten noch nicht das Axtportal und wir hatten noch nicht das Sonnenportal. Ja, dann nehmen wir mal das Axtportal. Oh, Roxy ist wieder da. Sollte ich hier nicht reingehen? Ja, Roxy, ich weiß, aber wenn ich jetzt da reingehe, ist sie mal weg. Jetzt, nein. Was? Bleibt, wo ihr seid. Brauche ich. Weiche. Kreatur. Roxy, wachst du bitte wieder auf? Oh, die hauen echt zu. Und die hauen jetzt zu. Ah, fuck. So, liebste Hellerin. Das kann ich jetzt eigentlich noch nutzen. Ich kann ja hier theoretisch rauslaufen. Moment. Ich werde euch fertig. Bringt mir eigentlich Zeit. Ich biete euch meine Dienste an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich oberflächlich wäre, aber... Alter, ist die letztlich.
Nicht weiter. Oh, oh Gott. Ja gut, wenn ich das Gift nicht erwischt, dann ist es halt die Falle. Ja, da oben will immer noch werfen. Er schafft das auch. Scheiße. Fuck. Oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Okay, so läuft das. Er macht mich wahnsinnig. Hör auf jetzt! Dieses Gift macht mich wahnsinnig. Oh, Scheiße. Sondern dass das abzieht. Gibt er das mal? Ich habe jetzt noch nicht so ein Artefakt gefunden, von wegen Artefakt, der... Was? Was zur Hölle schießt da? Na, warte ich nicht. Die Magierin, vielleicht kann die was. Bewundert meine Schönheit. Das ist ein bisschen schwierig. Aber was ist das mit den Pfeilen? Puh. Man meint ja, es würde einfacher, ne? Mal die Frage, macht die was? Der Heilerin fällt nicht mehr. So, jetzt müssen wir diese Scheißfalle hier erledigen. An diesem Fall einfach mal vorbei. Was macht die Heilerin? Sollen wir wieder das Baumportal? Oh, Truhe öffnen. Sorry für den. Mondportal. Hatten wir das schon? Tatsächlich ist mir die mal ein bisschen. Für den König! Ja, für den König. So. Axt, Sonne. So, Sonne. Das klingt gut. Ich glaube, wir sind richtig. Ich sehe irgendwas. Seht ihr das über mir? Also, das ist am Boden. Was ist das? Aha, guck an. Nicht bekämpfen. Was ist das? Das ist ein Schatten oder sowas. Aber ich bin nicht mehr dran. Irgendwie kann ich nicht sehen. Im Licht stehen wir auch nichts. Schafft's die? Dann lass uns konzentrier deren Feuer auf mich. Stehe euch.
heute läuft es ja wieder. Ne? Shit. Das Kuhportal. Na, ich weiß ja nicht, was haben wir noch? Ah, ja, jetzt ist gut. Viele Partei. Stirbt irgendwie keiner mehr? Okay, das ist das Hühnerportal. Jetzt das Dreiecksportal, das Drecksportal. Und das Spiralportal. Also die machen alle keinen Sinn. So. Tja, nehmen wir jetzt einfach mal das Spiralportal. Ich habe doch keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich stehe. Bleibt wo ihr seid. Hier herüber. Ich muss jetzt mal wieder durch, was? Giftscheiße da. Ihr mit eurer Fickscheiße hier. Geh sterben. Warum stirbst du nicht einfach? Boah, du nervst. Alter. Du nervst. Wer braucht meine Hilfe? Na, wir. Diese fallen Nerven so. Boah, jetzt halt aber. Freunde. Hilft ja nix. Thank you.
Der weiß schon warum. Ich warte eigentlich immer nur noch drauf, bis die... Da muss ich halt durch, das soll ich machen. Bis diese, genau. Bis diese Barriere weg ist. Oh, das wollte man machen. Das ist was Neues gewesen, der Koloss. Sieht cool aus. Immer noch so. Die Magierin, ich glaube, das ist so eine. Wie nennen wir das? Die schützt meine Leute. Ah, das Sonnenportal, das kennen wir. Wie euch sicher aufgefallen sein dürfte, gibt es in diesem Gewölbe keine Fenster oder Türen. Moment, das stimmt doch gar nicht. Was? Also ich sehe keine. Was? Der klugscheißende Mund? Ah, jetzt kommen wir beim Hühnchen raus. Okay. So sollte man wieder in dem Raum sein, wo auf der... Moment. Können wir uns darauf einigen, dass ihr das lasst? Sonnenportal, okay. Was ist hier? Kuhportal. Da geht's also zum Kuhportal. Aha, hier haben wir Safe Point. Sehr gut. Den nutzen wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir nochmal einen dazu holen hier. Melde mich zum Dienst. Speichern. Das ist dieses Dreiecksportal, da komme ich hier wieder dann beim Dreieck raus. Und das haben wir noch gar nicht gehabt. Leak-Portal. Try and error. Durch. Los, alle. Sucht ihr die Schattenaxt? Ja, ich, William Hatcher, der Erwählte, bin gekommen, um die Schattenaxt an mich zu nehmen. Dann sterbt. Sucht ihr die Schattenaxt? Ja, sie ist mir versprochen worden. Dann soll sie euch gehören. Wartet. Einfach so? Ihr zaubert nichts? Kein Kampf auf Leben und Tod? Und ich bin nicht mal gezwungen, wie ein Trottel hier herumzurennen und zu springen? Ich habe genug Gewalt erlebt. Nehmt sie. Wenn ich mir's recht überlege, gefällt mir euer Vorschlag eigentlich besser. Ich sollte lernen, die Klappe zu halten. Ja. Endlich hatte der Barde etwas gelernt, das für die meisten von uns gleich zu Beginn offenkundig war. Meint ihr? Ja. Weiter geht es! Ist das hier in den Raum?
schon wieder das Skimen. Aber so nicht. Wo ist denn der Zombie? Brauch eine andere Waffe. Na also, konnte der Barde sich Zutritt zum dritten Turm verschaffen, in dem seine Prinzessin ihn erwartete. Die meisten Frauen wären wohl mit Blumen zufrieden gewesen, aber Prinzessin Kaylee schien da irgendwie anspruchsvoller zu sein. Yeah, die Schattenaxt. Braucht meine Hilfe. Krieg ich die jetzt unter? Nee. Da bin ich noch mal überlegen, wie ich die Schattenachse bekomme. Also wie ich die verwenden kann. Perfekt. Gib mir ein Ziel. Stimmt. So, eine Kiste oder so, eine Belohnungskiste. Nö. Nicht für den Baden. Tageslicht. Speichern. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.